geht, meine Friends, und willkommen zu einer weiteren Part des Let's Play zu Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, meine Friends. Ich habe im letzten Part mit euch mehrere Eier getauscht und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich glaube, wir haben 9 Eier oder irgendwas getauscht und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben noch 2 Pokémon-Encounter, die wir einlösen können. Plus ein Ü-Ei, was du wieder ausgelöst hast. Von daher, Leute, danke dafür. Von daher würden wir heute 3 Eier aufmachen, meine Friends. Aber ich werde es spannend machen. Von daher lasse ich erstmal bei den. Belasse ich es bei den 2 Eiern. Und beziehungsweise, ich gucke jetzt erstmal, welche Eier kurz vorm Ausschlüpfen sind. Das kann man erstmal sehen jetzt. Man kann schon was hören. Es wird wohl bald schlüpfen. Alter, die sind ja alle so. Oder ist das so die Standardmeldung für, es dauert noch Jahre? Ich weiß es nicht. So, Leute, wir werden heute 2 Eier aufmachen, auf jeden Fall. Von da, Leute, sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr freut euch und wir legen los, meine Friends. In 3, 2, 1. Da sind wir schon, meine Friends. Es geht los, das erste Ei des heutigen Parts. Es geht los, meine Freunde. Das Eier-Special beginnt. Mit einem knackigen Ei, was schon am Aufknacken ist. Und Leute, es geht los. 3, 2, 1, go! Absol! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist mal ein richtig geiles Poke. Hammer nice! Das gefällt mir. Und das Pokémon wird benannt nach dem guten Brian. Pokémon Brian. Brian, fühl dich gegrüßt. Du bist jetzt ein knackiges Absol. Brian. Ich hatte damals einen Freund in der Grundschule, der ist auch Brian. Deswegen, cooler Name auf jeden Fall. Fand ich schon immer fresh. Gucken wir uns das Pokémon auf jeden Fall mal an, das gute Absol. Was das für ein haftiges Pokémon hier ist. Okay, es hat Initiative Plus, Erzwinger. Und dann hat es Vielender, Knuddler, Tiefschlag, Ruckzuckieb. Was ein Monster. Alter, das sind Attacken, die sind hammerhart. Es hat eine Priority-Attacke, es hat eine hammerharte Attacke, es hat ein Out gegen Stahl. Ach Quatsch, was laber ich da? Gegen Stahl, gegen Drachen-Pokémon. Und es hat einen Tiefschlag als nochmal als Prioritätsattacke. Das ist hammer nice. Das gefällt mir. Und in einem Pluswesen. Cooles Pokémon auf jeden Fall. Ah, Leute, wir haben noch ein Ei. Von da, Leute, sehen wir uns das erstmal an. In 3, 2, 1, go! Da sind wir schon, meine Friends. Es geht weiter mit dem Ei Nummer 2. Ich bin gespannt, was es wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ich werde nicht hingucken. Ich werde nicht hingucken, Leute. Ich werde mich drehen. Ich werde mich drehen. Und ich werde mich die Ohren zuhalten. Und ich hoffe, dass es richtig geil ist. Ich habe es nicht gehört. Aber ich hoffe, es ist raus. Es ist raus, Leute. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Bitte lass es was Geiles sein. 3, 2, 1. Dratini! Oh, mein Hydrago. Ein Dratini, das ist doch stark, ey. Aber ob es das absolut toppen kann, werden wir sehen nach der Werbung. So, meine Friends, das Pokémon ist der gute Black Pearl geworden. Black Pearl, für dich gegrüßt. Bis auch mal wieder. Oh, shit! Ich sehe einen Drachentanz, ich sehe inne Pluswesen und ich sehe ein physisches Monster mit Drachenstoß, ey. Verdammte Scheiße, ist das geil, ey. Ich hatte noch nie ein Dragoran. Und ein Dragoran, Leute, ist ein Zerstörer. Ich meine, guckt euch ihn an, Leute. Dieses Monster, es sieht süß aus. Aber es kann alles töten, was ihr jemals gewonnen habt. Ja, Leute, das ist ein Dragoran. Es tötet einfach alles. Es tötet einfach alles. Eiskalt. Und ja, Leute, ich bin überfroh, hammergeile Pokémon bekommen zu haben. Brian und Dratini, beziehungsweise Brian und Black Pearl sind nun in unserem Dream Team. Welches davon ich mitnehmen werde, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, ihr könnt abstimmen in den Kommentaren, Leute, welches davon unser Team mitnehmen würden. Ich finde beide Pokémon ultra geil. Brian, mega guter Movepool. Auch ein Plus-Wesen. Beide selbes Wesen, merke ich gerade. Müsste eigentlich scheu sein, oder? Ist das ein scheues Wesen? Ne, froh. Oder? Ja, doch, froh. Scheu war, glaube ich, Special Angriff Plus und Angriff Minus. Das war scheu, glaube ich, ja, genau. Frohes Wesen, beides. Beide super Movepools, also von da, Leute, stimmt ab in den Kommentaren unten und dann werde ich je nachdem entscheiden, wer. Ich habe eine Idee. Ihr schreibt, oder beziehungsweise, desto mehr Kommentare
unten in den Kommentaren stehen. Also wenn ihr per Handy das guckt, dann müsst ihr einen Kommentar reinposten. Aber Leute, die das am PC gucken, geben am besten mal ein Like auf den jeweiligen Kommentar, der da schon steht. Wenn einer sagt so, nimm Absol rein, nimm Brian, Pokémon Absol, weil den und den und den und den. Dann gebt ihr den einfach einen Daumen hoch unten in den Kommentaren. Und dann werden wir den mitnehmen auf jeden Fall. Dann werde ich die Offscreen trainieren, so gut wie es geht. Weil ich will auf jeden Fall so eine Offscreen-Challenge machen. Ich werde auf jeden Fall so eine kleine Session machen, wo ich dann so die ganzen Pokémon ein bisschen aufpeppel. Ich will noch nicht so viel spoilern, also da könnt ihr euch schon so auf einige Sachen gefasst machen. Weil unser Team kann geupdatet werden, Leute. Unser Team kann geupdatet werden. Also das haben mich auch schon Leute gefragt, so, oh, was ist mit Gengar, Leute, und so. Aber kommt noch, meine Friends, abwarten und wir chillen jetzt weiterhin hier mit Latios nach der Tausch-Challenge, nach der Eier-Challenge. Geht endlich weiter mit der Story, ich bin irre froh. Oh mein Gott, es macht einfach so viel Spaß hier. Eigentlich wollte ich jetzt hier andere Sachen machen, aber ich habe da einfach keine Lust zu. Eigentlich muss ich eine Bewerbung abschicken, aber hey, this is life. Man muss auch einfach mal Prioritäten setzen, Leute. Und ja, bei YouTuber, ne, da muss man auch mal sagen, komm, dann machen wir schon YouTube-Kram mal. Aber hammergeile Pokémon auf jeden Fall, ey. Freut mich des Todes, ey. Dratini, Absol, sind beides Hammer-Pokémon. Ich habe beide Pokémon nicht in einem Let's Play benutzt, von daher ist die Chancenausgleich bzw. ganz gut. Und ich habe ein bisschen Staub gefunden. Ich habe noch Fussel aus meinem Bauch, na, bell. Oh mein Gott. So, da wären wir jetzt hier. Und ich würde sagen, wir streiten hier einfach mal voran. Vielleicht ist die Challenge auch jetzt schon vorbei, weil ich hier voll verkacke. Das kann ja auch sein. Weiß man ja nicht. Habe ich auch Pokebälle zum Fangen? Habe ich auch Pokebälle zum Fangen? Oder steht sich das einfach so an? Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe nicht viele Pokebälle. 5 Stück sollte lang. 5 Stück sollte lang. Wenn nicht, Pech gehabt. So, da ist Latios. Oder schließt sich das nicht einfach so an? Ich meine, das schließt sich so an, oder? Mega nice, Latios. Ne, Latias ist das. Latias ist das, stimmt. Wir haben Latios ja zerstört mit unserem Rückenspring-Technik da, ey. So, da kommt Team Aqua. Team Aqua. Na, was geht ab bei euch? Na, wir haben Winter, mein Freund. Zieh dich mal was Warmes an, ey. Stimmt, Alter. Warum hast du eigentlich sowas an? Wolfgang, was tust du denn für Sachen hier? Wolfgang Petri, was tust du denn da? Alter, dein Schnauz, du bist doch selber hier bauchfrei aktiv, ey. Aber warum hat er so Eiszapfen hier im Gesicht, ey? Komischer Typ, ey. Vielleicht hat er sein T-Shirt so abgerissen, weil er da oben nur den Kragen so hat. Der sieht auf jeden Fall mega fresh aus, ey. Was haben wir jetzt hier geklickt? Achso, du kannst, hey, auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latios von den Schurken schützen. Megastein, bla bla. Okay, was wollt ihr tun? Kämpfen. Ah, alles klar. Ist das Doppelkampf? Ist es ein Doppelkampf, wo ich gerackt gleich werde? Oh, da haben wir sie hier. Aquaforstand Wolfgang und Rüpel mit einem Tuhaido. Bitte kein fucking... Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Und der Tuhaido reicht schon. Tuhaido ist auch so ein Monster schon, ey. Das Ding ist, Tuhaido kann aber nichts gegen uns machen. Ice Sun ist nicht so effektiv. Knirscher ist nicht so effektiv. Und mit allem anderen rechne ich einfach nicht. Ich mach mal einen Ice Cube auf Slimer einfach mal. Sollte ein bisschen Damage drücken auf jeden Fall. Jawohl. Kriegen zwar keinen Freeze. Grimasse auf uns wahrscheinlich, oder? Metank ist ja so schon ein bisschen langsamer genug. Ja, war klar. Zehnkopfstoß. Komm, auf Slimer. Der muss down sein. BATS! Harmonize! Harmonize! So will ich das sehen. Ich greife gleich nicht an. Ich habe nämlich keinen Bock, ein bisschen Schaden zu kassieren. Weil so ein Tuhaido kann trotzdem noch heftig krass austeilen, Leute. Ich werde auf eine... Oh, ne, ich habe Angst vor die Rauhaut. Ich gehe erstmal auf den Clownwetzer. Ich gehe auf den Clownwetzer erstmal. Schlitzer. Bitte nicht. Deswegen, ich hätte da mega Damage bekommen, wenn ich jetzt da wirklich die Rauhaut abbekommen hätte, Leute. Das wäre mir zu krass gewesen. Wenn er gecrit hätte oder sonst was, dann wäre das echt um mich gewesen, so. Erstmal ein bisschen Clownwetzer, erstmal ein bisschen hochboosten den Angriff und Initiative. Genauigkeit, achso, Genauigkeit dann halt. Wusste ich. Und wir machen jetzt erstmal einen guten Hypertrank auf unser Marin, weil ich habe keinen Bock hier. Ein Pokémon zu viel. Ich will safe hier reingehen. Ich will das Team updaten. Ich will einen Snibuna haben, Leute. Ich will einen Gengar haben. Ich will einen Naustos haben. Aber das kriegen wir nur hin, Leute, wenn ihr wirklich Gas gibt in den Kommentaren. Und mit den Likes. Ich sag mal, bei 500. Komm, wir machen eine Challenge, Leute. Bei 500 Likes wird die Verwandlung des Teams kommen. Bei 500 Likes verwandelt sich das Team einfach mal komplett. Sorry Leute, mein Aufnahmeprogramm hat gerade irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich bin irgendwie auf die Taste gekommen. Aber es geht wieder weiter hier. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel wegschneiden, beziehungsweise ich hoffe, es ist nicht zu viel weg. Ich weiß nämlich nicht, ich habe einfach nur gesehen, oh fuck, Alter, die Lampe leuchtet nicht mehr. Deswegen einfach mal schnell wieder aufgedrückt und dann ging es einfach. Wir haben das Ding auf jeden Fall hier locker easy nach Hause geholt. Und ja, Roger, 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 Roger. So richtig Druiden hier. Uff. Das wäre überstanden. Ach ja, am besten halte ich dein Team auf. Alles klar. Und jetzt, mein Freund, was ist jetzt los?
Dein Team wurde vollständig geheilt. Okay, okay, okay. Jetzt kriege ich den Megastein, genau. Den Mega-Armbrei von Stein und alles. Das wäre mega cool. Ja, ja. Schnapp es mir. Oh, da haben wir es. Latias wurde gefangen. Und es wird auf den PC gelegt. Okay, wir können auch keinen Spitznamen geben, oder? Achso, nee, ich soll es ablegen. Wen soll ich denn hier wegschmeißen aus meinem Team? Oh, komm. Weg mit Saphir, please. Auf Wiedersehen. Spitznamen, na ja, komm. Und umklammert Latias Nietzsche. Nice. Ich finde die Mega-Entwicklung von Latias auch nicht so geil. Werde ich auf jeden Fall noch einen Top 5 zu machen. Ich glaube, das wird das nächste Top 5, was ich mache. Die schlechtesten Mega-Entwicklungen oder sowas. Ich habe es noch nicht aufgenommen, aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen müssen. Weil am Wochenende seid ihr einfach mal wieder ein Top 5 oder ein Pokémon-Fakten schuldig, meiner Ansicht nach. Weil letzte Woche kam bei den ganzen Feiertagen da keins. Und ich muss mal gucken, ob ich ein Special mache, weil eigentlich muss ich nur ein Special machen, weil ich ja vor, was muss ich, am 13. Januar angefangen habe zu Let's Playen. Vor ein paar Jahren. Und ob ich dann ein Special mache, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das Raygun, mal gucken, ob da ein kleines Video kommt, so. Aber eigentlich habe ich gar keine Zeit, da ein Video zu machen, Leute. Es tut mir ehrlich leid, aber es ist echt ein bisschen busy zur Zeit. Auch mit dem Wetter, mit dem Arbeiten, das ist echt alles ein bisschen kritisch zur Zeit. Deswegen tut es mir so ein bisschen leid, aber that's life. Man hat auch andere Sachen zu tun, leider, außer YouTube. Wäre natürlich voll fresh, wenn ich so Vollzeit-YouTuber wäre und eigentlich nur streamen kann und aufnehmen kann und alles. Eigene Wohnung haben kann, abends mit euch noch zocken kann bis 3 Uhr nachts oder sowas. Aber Leute, das ist es leider nicht. Ich wohne bei meinen Eltern noch, weil ich doch halt mich schulisch weiterbilden will und dafür nicht so viel Geld habe. Und all sowas halt. Und hier wohnen Leute, ich kann hier nicht bis 3 Uhr nachts reinlabern. Ich habe keine gute Internetverbindung. Und deswegen kann ich leider auch nicht streamen. Ich habe leider keine Zeit für Streams, weil ich halt noch arbeite, weil ich Freunde habe, Freundinnen und Hobbys und dies und das. Und, ne, ist einfach alles nicht möglich. Deswegen, sonst würde ich das alles gerne natürlich machen. Aber ich bin vollständig geheilt worden. Warum laufe ich jetzt weg? Ich wollte Latios ablegen, genau. Latias wollte ich ablegen, genau. Das ist Level 30. Neutrales Wesen, na klasse. Sonst nix? Nö. Sonst nix. Okay. Okay, okay. Was machen wir jetzt? Ja, wir werden erstmal das Pokémon ablegen. Und dann werden wir meine Friends... Ich weiß nicht tun. Ich weiß nicht. Wir werden vielleicht noch ein, zwei Kämpfe machen. Dann war es das auch für den heutigen Part. Weil wegen ist so. Ja, ich muss noch, wie gesagt, ein bisschen ein paar special Sachen gleich aufnehmen. Deswegen, ich muss heute ein bisschen was machen. Aber wenn ich das hier aufgenommen habe, dann habe ich für die Woche eigentlich alles fertig. Dann muss ich noch am Samstag und Sonntag das abdrehen. Und dann war es das auch schon. Machen wir Trassler wieder rein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Trassler im Team lasse. Die Pokémon lasse ich auf jeden Fall drin. Trassler bin ich mir noch nicht sicher. Trassler wird wahrscheinlich ausgetauscht für eins der beiden hier. Finde ich zwar ein bisschen nicer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egalo malo. Wir haben auf jeden Fall noch unendlich Pokémon hier, die wir auf jeden Fall benutzen können. Beziehungsweise Eier, die wir ausbrüten können. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und viele haben in die Kommentare gehauen, Zero, macht doch eine Wonderlock als nächstes. Eine Wonderlock, Leute, eine Wonderlock. Wäre auf jeden Fall auch fresh, aber... da weiß ich nicht, ob ich... Ich glaube, ich weiß, was man da machen kann. Da kann man, glaube ich, auch auf Twitter vorher posten. Ey, Leute, ich mache gleich ein Wonderlock-Part. Und dann alle Pokémon, die ihr mir schicken wollt, nennt ihr für Zero oder so. Und dann, jeweilig, wie viele Pokémon ich am Ende habe von die für Zero irgendwie heißen, wäre das irgendwie voll fresh. Das wäre doch eine Idee, oder? Das wäre eine Idee, fände ich echt cool. Ich muss mal kurz was trinken, weil ich hier zu viel am Labern bin. Frisselblitz! Hammer nice. So, auf jeden Fall gutes Training auch. Und wir ein bisschen töten hier das Ding mal. Bam. One hit. Nice. Keine Statik, kein Nix. So will ich das haben. Ist die Maren auch gleich Level 29. Suppeball, da, Banish! Weder und eigentlich wollte ich jetzt hier keinen Kampf mehr machen. Ich wollte eigentlich abmoderieren. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst den Daumen nach oben. Lasst die Abstimmung in den Kommentaren. Beginner wie im letzten Part. Die Abstimmung muss ich mir noch angucken. Wie gesagt, das ist ein bisschen voraufgenommen. Weil es geht ja eigentlich jetzt in der Abstimmung hier um das Profilbild, was ich jetzt machen wollte eigentlich. Deswegen, ob ihr das gemacht habt, werde ich nochmal sehen. Wenn nicht, dann stimmt nochmal dazu ab im letzten Part dazu. Von da, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns wieder. See you of time. Over and out.